Gut, dann würde ich gern jetzt zu meinem Thema kommen. Ich hoffe, ihr könnt es euch bequem machen, habt alles, was ihr braucht. Ich möchte heute gern über Vergänglichkeit sprechen, wie angekündigt. Und wie ihr wahrscheinlich wisst, ist das ein sehr, sehr zentrales, grundlegendes Thema im Dharma, absolut essentiell. Und als ich dieses Thema vorgeschlagen habe vor ein paar Monaten, da wusste ich noch nicht, wie aktuell es werden würde für mich. Ich habe zurzeit viele Übungsmöglichkeiten mit diesem Thema und ich sehe einfach einmal mehr, dass auch wenn man meint, man habe das Thema Vergänglichkeit verstanden auf einer gewissen Ebene, dann erschüttert uns die Erfahrung einfach auch immer wieder neu. Sie rüttelt uns auf. Sie zwingt uns, uns immer wieder neu zu orientieren, immer wieder neu irgendwie Klarheit zu finden. Und auch kollektiv erleben wir seit dem Beginn der Pandemie dieses Thema Vergänglichkeit in einer sehr intensiven Weise, oder? Also wir alle wurden ziemlich abrupt aus unserer gewohnten Realität herausgerissen. Und wir alle waren gezwungen, uns einfach mit neuen Gegebenheiten abzufinden. Also eigentlich ist das Thema immer aktuell. Das Thema ist im Grunde genommen immer aktuell, auch wenn man das Gefühl hat, es gibt Zeiten, wo es ein bisschen mehr im Vordergrund ist. Wir sind immer mittendrin. Und das Üben mit dem Thema und das Vertiefen der eigenen Einsicht hört nie auf. Wir sind immer wieder neu gefordert, flexibel zu sein, geschmeidiger zu werden, wach zu bleiben inmitten all der Veränderungen. Und der Buddha hat sehr, sehr deutlich gemacht, dass Vergänglichkeit etwas ist, was wir bewusst sehen, was wir anerkennen, was wir verwirklichen sollten, worin wir eine tiefe Einsicht erlangen sollten. Er hat zum Beispiel gesagt, wahrlich, alle bedingten Dinge sind vergänglich, mit der Veranlagung zu entstehen und zu vergehen. Einmal entstanden, vergehen sie. In ihrem zur Ruhe kommen liegt wahre Glückseligkeit. Vergänglichkeit ist ein Merkmal aller bedingten Dinge. Alle Phänomene, die wir sehen, entstehen und vergehen oder verändern sich, nehmen eine andere Form an. Und das ist etwas, was wir an so vielen Orten sehen können. Das fängt an bei unserem Atem. Wir atmen aus, wir atmen ein. Ständiger Wechsel, hört nicht auf, unablässig bis zu unserem letzten Atemzug, konstante Bewegung, konstante Veränderung. Unsere Gedanken verändern sich. Ja, wir denken die ganze Zeit alles mögliche Zeug, aber wenn wir so ein bisschen wach sind für unsere Gedanken, dann beginnen wir auch zu merken, ja, das verändert sich. Gut, es gibt vielleicht Muster, da würden wir uns wünschen, sie würden sich verändern und die sind ein bisschen hartnäckiger. Aber trotzdem im Laufe eines Tages denken wir sehr optimistische Gedanken, sehr traurige Gedanken, gereizte Gedanken, sehr sachliche Gedanken. Das wechselt von Moment zu Moment. Und damit unsere Emotionen. Unsere Emotionen sind so chaotisch, habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, allein innerhalb eines Tages, wie das auf und ab geht und wie ein Karussell haben wir verschiedene Stimmungen, mal so, mal so, mal so. Unsere Sinneseindrücke verändern sich, die visuellen Eindrücke, die Töne, die wir hören. Das, was wir jetzt gerade hören, ist eine so andere Klanglandschaft, als was ihr vielleicht heute Morgen gehört habt.
Vielleicht wart ihr unterwegs und dann habt ihr vielleicht den Lärm der Stadt gehört. Die Gerüche, die Geschmäcker, alles konstant anders. Dann Menschen, Tiere, Pflanzen, Bäume. Das wissen wir, die werden geboren, die wachsen, werden größer, entwickeln sich und dann werden sie krank, verletzen sich, vielleicht werden sie kleiner, sterben. Oder Flüsse, Berge, Seen, Ozeane, die entwickeln sich natürlich über eine viel, viel längere Zeit. Aber auch die, die sind einmal entstanden, die verändern sich. Die Flüsse können ihren Lauf ändern oder die Menschen verändern den Lauf der Flüsse. Beziehungen verändern sich, Freundschaften verändern sich. Manchmal hatten wir vielleicht eine sehr enge Beziehung mit jemandem und 20 Jahre später können wir fast nicht verstehen, was uns damals angezogen hat an dieser Person. Habt ihr das auch schon erlebt? Es ist frappant, wie sich das ändern kann. Oder jemand, den wir schwierig fanden, kann uns plötzlich ans Herz wachsen. Plötzlich entsteht eine Nähe. Unsere Landschaft verändert sich. Das finde ich immer wieder, ja, zum Teil auch ein bisschen deprimierend, wenn ich durch das Land fahre und ich sehe, ah, da wird ein altes Haus abgerissen, oh, dort entsteht eine neue Überbauung oder eine neue Straße. Materielle Objekte verändern sich. Stühle, Computer, Häuser, alles. Ja. Das Wetter. Manchmal scheint die Sonne so wie heute, dann ist es richtig heiß, hell. Manchmal regnet es, manchmal schneit es oder wir sind total eingenebelt. Wir erleben den Wechsel der Jahreszeiten. Eine Jahreszeit folgt auf die andere. Und plötzlich fragen wir uns, wie viele Sommer habe ich eigentlich schon erlebt? Wie viele Herbste? Wie viele Winter? Wie viele Frühlinge? Und auch sozial, Erfolg ist vergänglich. Also wir haben Phasen, da sind wir sehr erfolgreich vielleicht, bekommen Anerkennung, Lob. Und dann erleben wir alle sicher auch Zeiten, ja, wo wir kritisiert werden, wo wir Niederlagen einstecken müssen, wo etwas nicht funktioniert. Unser Status kann sich ändern. Manchmal ganz langsam, manchmal in ganz drastischer Weise. Ja, die Winde, die acht weltlichen Winde hat es der Buddha genannt. Gewinn und Verlust. Ruhm und Tadel. Es hört nicht auf. Immer andere Erfahrungen. Gesellschaften verändern sich. Wir alle sind in einem ständigen Wandel. Unsere Gesellschaft nimmt andere Formen an. Nationen entstehen, vergehen. Dieser Planet ist entstanden und wird irgendwann verglühen. Das Sonnensystem, der Kosmos. Also wirklich, wirklich vom Allerkleinsten, vom mikroskopisch Kleinsten, bis zum allumfassendsten, kosmischen, überall sehen wir Fluss, überall sehen wir Veränderung oder so Rhythmen, Wechsel von Ausdehnung und Zusammenziehen, Entfaltung und Zerfall. Ja? Alles fließt, nichts bleibt. Das ist etwas, was wir wirklich erkennen können und sollten, dass es nichts gibt, woran wir uns wirklich festhalten können. Nichts, worauf wir uns dauerhaft verlassen können. Dass wir wirklich auf Treibsand stehen. Und dann ist die Frage, wie reagieren wir auf die Vergänglichkeit, auf diese Tatsache? Manchmal, wenn eine Veränderung ungewollt in unser Leben tritt, leidhaft ist, dann erleben wir vielleicht einen Schock. Vielleicht wollen wir es im ersten Moment nicht einmal wahrhaben, dass das jetzt so ist, dass da was passiert ist,
was unsere Routine unterbricht. Vielleicht wollen wir es verleugnen oder wir leisten Widerstand. Oder manchmal versuchen wir, an etwas anzuklammern, obwohl eigentlich die Zeit dafür schon längst vorbei wäre. Wir wollen etwas noch aufrechterhalten, festhalten. Manchmal reagieren wir mit Trauer auf leidhafte Veränderung. Solche Veränderungen bedrohen uns im innersten Kern. Plötzlich ändern sich unsere bisherigen Umstände. Vielleicht geht eine wichtige Beziehung in die Brüche, vielleicht wird jemand, vielleicht auch wir selber, krank, vielleicht stirbt jemand. Und wir merken, plötzlich bin ich in einem anderen Film, in einer anderen Realität. Das, was war, die Welt, in der ich mich so schön eingerichtet hatte, die ich so einigermaßen im Griff hatte, die ist nicht mehr. Das gibt es plötzlich nicht mehr. Das ist ziemlich krass, einfach ein anderer Film. Und auch unser Selbstbild verändert sich dann, wer wir zu sein glauben. Auch dieses Selbstbild ist bedroht. Und vielleicht merkt ihr, kennt ihr das auch, ich kenne es bei mir sehr gut, wie der Geist eine Zeit lang noch das wie nicht wirklich anerkennen will. Wie so im Hinterkopf irgendwo noch so ein bisschen die Idee lauert, ja, irgendwann wird das vorbei sein und dann können wir wieder zurückgehen zum Alten. Kennt ihr das? So, diese Idee, das ist jetzt nur vorübergehend und dann können wir das wieder rückgängig machen und dann ist wieder alles so, wie es war. Und es dauert vielleicht, bis es uns dämmert, dass es jetzt wirklich so ist, dass das Frühere vorbei ist, endgültig vorbei. Und dann bleibt uns nichts übrig, als dieses Alte gehen zu lassen und uns einfach zu öffnen, was jetzt ist. Für das, was jetzt ist, eine neue Situation, eine neue Realität. Vielleicht fallen wir bei so schwierigen Veränderungen, bei Vergänglichkeit in ihrer unangenehmen Form, auch in Resignation, in Sinnlosigkeit, in Nihilismus. Also wenn es uns sehr schwer fällt, etwas zu akzeptieren, vielleicht jemanden loszulassen, der uns lieb ist, oder unser eigenes Leben bedroht zu sehen, unsere eigene Gesundheit, dann kann so ein bisschen dieser Gedanke hineinkriechen, das macht ja eh keinen Sinn, wozu mache ich das alles, was soll das alles? Das kann sehr herausfordernd sein, erleben, glaube ich, sehr viele von uns. Und dann gibt es aber natürlich auch die Vergänglichkeit, die wir als positiv erleben, als erleichternd. Gerade in schwierigen Zeiten kann der Gedanke an die Vergänglichkeit auch Erleichterung bringen, wenn wir denken, auch das wird vorbeigehen, auch dieses große Leiden, auch die Schwierigkeiten, auch dieses Nichtwissen wird vorbeigehen. Das ist etwas, was wir manchmal wie nicht mehr sehen, wenn wir mittendrin stecken, in der Schwierigkeit, in einem schwierigen Gefühl. Dann fühlt es sich ewig an. Es fühlt sich so an, wie wenn ich jetzt für den Rest meines Lebens mich so fühlen würde. Aber tatsächlich ist es so, auch schwierige Zeiten sind vergänglich, schwierige Gefühle. Wir können sie vielleicht verstehen wie Stadien, durch die wir hindurchgehen auf unserem Pfad. Selbst wenn wir das nicht glauben wollen, selbst die dunkelsten Gewitterwolken lösen sich irgendwann auf. Das kann positiv sein an der Vergänglichkeit. Oder wir sehen positive Veränderungen auch im Zusammenhang mit Entwicklung, mit Wachstum. Weil es ist ja nur die Vergänglichkeit, die Wachstum, die Kreativität ermöglicht. Wenn Kinder neue Fähigkeiten entwickeln, wenn sie die Welt entdecken. Das ist doch Vergänglichkeit in ihrer schönsten Form. Oder wenn Menschen gute Ideen haben und etwas Neues schaffen. Jedenfalls
ist es so wichtig, dass wir einfach mehr und mehr verstehen, dass Vergänglichkeit wirklich eine Grundtatsache ist, dass wir diese Einsicht vertiefen, dass wir wirklich kapieren, ja, diese Welt ist eine fließende Welt, wie Rio Kahn es genannt hat, dass wir uns auch öffnen für diese Tatsache, dass wir diese existenzielle Tatsache zulassen und dass wir schauen, okay, wie kann ich denn damit in Frieden kommen? Wenn wir verstehen, dass wirklich nichts solide ist, dass nichts so fix ist, wie es uns erscheint, dass die wahre Natur der Dinge so viel dynamischer ist, flexibler, als unser Geist es oft meint. In der Tradition hat man das Leben, unser Leben verglichen mit einem Traum, ein flüchtiger Traum, den wir leben. Und ich möchte euch ein paar Zeilen vorlesen aus dem Pali-Kanon von Buddha. Gleich wie ein Tautropfen an der Spitze eines Grashalms beim Aufgehen der Sonne schnell verdunstet und nicht lange besteht, ist das Leben des Menschen, ihr Brahmanen, wie dieser Tautropfen. Es ist kurz, begrenzt und flüchtig. Es ist voller Leiden und Qualen. Mit Weisheit sollte man dies erkennen, Gutes tun und ein reines Leben führen. Niemand, der geboren wurde, kann dem Tod entkommen. Und dann als nächstes sagt er, gleich wie wenn Regen in dicken Tropfen vom Himmel fällt und die auf dem Wasser entstandenen Blasen schnell zerplatzen und nicht lange bestehen bleiben, ebenso Brahmanen gleicht das Leben des Menschen einer Wasserblase. Dann kommt, gleich wie eine Linie, die man mit einem Stock auf dem Wasser gezeichnet hat, schnell vergeht und nicht lange bestehen bleibt, ebenso Brahmanen gleicht das Leben des Menschen einer auf dem Wasser gezogenen Linie. Gleich wie ein Gebirgsstrom, der von weit her kommend, schnell dahinströmend, allerlei Treibgut mit sich führt und nicht für einen einzigen Moment, eine einzige Sekunde, einen einzigen Augenblick stillsteht, sondern immer weiter eilt, weiter fließt, weiter strömt, ebenso Brahmanen, gleich das Leben des Menschen einem Gebirgsstrom. Es ist kurz, begrenzt und flüchtig. Es ist voller Leiden und Qualen. Mit Weisheit sollte man dies erkennen, Gutes tun und ein reines Leben führen. Niemand, der geboren wurde, kann dem Tod entkommen. So viele Gleichnisse, wie ein Tautropfen, wie eine Blase auf dem Wasser, wie eine Linie, die man mit einem Stock auf dem Wasser gezeichnet hat, wie ein Gebirgsstrom, der nie stillsteht. So hat der Buddha gesagt, ist unser Leben. Wichtig ist hier zu verstehen, dass diese ganze Veränderlichkeit, die Vergänglichkeit, die permanente Veränderung aller Dinge nicht einfach chaotisch ist. Auch darauf hat der Buddha hingewiesen. Ja, die Welt ist im Fluss, aber der Lauf des Flusses ist nicht völlig zufällig, nicht beliebig, sondern dieser Fluss wird in jedem Moment von Ursachen und Bedingungen geformt. Wie Paiuto schreibt, er war ein sehr berühmter Mönch und Gelehrter aus Thailand. Vergänglichkeit ist in ihrer Essenz neutral, weder gut noch schlecht. Aber bei den Menschen kann man einige Formen von Veränderung als Wachstum bezeichnen und andere als Zerfall. Egal in welche Richtung es geht, Wechsel hängt von Ursachen ab. Was auch immer zerfällt, kann wieder besser werden.
und was besser wird, kann wieder zerfallen oder weiter erblühen. Die Menschen selbst sind ein entscheidender Faktor innerhalb dieses Wachstums oder Zerfalls und sind dazu fähig, viele unterstützende Bedingungen zu erzeugen. Daher geschieht Wachstum und Zerfall nicht rein zufällig, sondern sie sind gemäß ihrer Taten menschlicher Beteiligung ausgeliefert. Also, Vergänglichkeit ist nicht per se gut oder schlecht, wie Paiuto sagt. Ja? Es ist einfach eine Grundtatsache des Lebens, genauso wie es eine Grundtatsache ist, dass manchmal die Sonne scheint oder dass es manchmal regnet oder so wie das Gesetz der Schwerkraft. Also wenn wir leiden, dann leiden wir genau genommen nicht an der Vergänglichkeit, sondern wir leiden wegen unserer Erwartung, dass sich manche Dinge nicht ändern sollten. Es ist unser Anspruch, dass etwas stabil oder gleich bleiben sollte. Vielleicht, dass jemand uns erhalten bleiben sollte, ein geliebter Mensch. Es ist diese Erwartung, was uns leiden lässt. Aber die Tatsache selbst ist neutral. Es ist einfach so. Wie könnte das Leben auch sich sonst entfalten, wenn es keine Veränderung gäbe? Wenn die Dinge fixiert werden, wären. Und ein zweiter Punkt, den er hier erwähnt, wie die Vergänglichkeit sich manifestiert, wie die Veränderungen stattfinden, das beeinflussen all die Bedingungen und Ursachen in jedem Moment. Das ist nicht einfach zufällig, chaotisch. Da spielen natürlich Naturgesetze eine Rolle, aber auch die karmischen Gesetzmäßigkeiten. Also unsere eigenen Absichten, unsere Haltung, wie wir diesem Moment begegnen, unsere Worte, unsere Taten beeinflussen den weiteren Verlauf einer Situation. Wir gestalten diesen Fluss mit. Natürlich haben wir nicht die totale Kontrolle, aber wir sind die Co-Produzenten dieses Lebensflusses. Und das wollen wir verstehen, und zwar immer tiefer verstehen, verwirklichen, diese vergängliche, unfassbare Natur der Dinge, diese traumgleiche Natur der Dinge, durch unsere Praxis, durch ein sorgfältiges, weises Ergründen. Und das ist mehr als nur ein kognitives Begreifen. Das ist mehr als nur so ein, ja, achselzuckendes zur Kenntnis nehmen im Sinne von, ja, ja, Vergänglichkeit, ich weiß schon, habe ich schon gelesen darüber. Ja. Solange wir auf dieser Ebene der Konzepte bleiben und die Tatsache von Vergänglichkeit nicht wirklich an uns heranlassen, wird es kopfig bleiben. Dann wird es uns nicht transformieren. Wir alle wissen ja auf einer gewissen Ebene, ja, die Dinge sind vergänglich, so, dafür braucht es keinen Vortrag, dafür braucht es keine Bücher. Und doch wissen wir es nicht wirklich, oder? Oder wie geht ihr damit um, wenn ihr mit Vergänglichkeit konfrontiert seid? Ich sehe immer wieder Leiden im Geist. Ich sehe immer wieder, wie der Geist gestresst ist oder sich wundert. Komisch, warum funktioniert mein Computer plötzlich nicht mehr? Das sollte doch nicht sein. Mangel an Einsicht in Vergänglichkeit. Computer hören irgendwann auf zu funktionieren. Ja? Also auch wenn wir es vom Kopf her wissen, erwischt uns die Vergänglichkeit immer mal wieder auf dem falschen Fuß. Und die weise Einsicht in die Vergänglichkeit, von der Buddha gesprochen hat. Das ist eine andere Ebene des Begreifens, des Verstehens. Das geht viel tiefer, das berührt uns in den Knochen. Das trifft uns, wenn wir es wirklich begreifen. Das weckt uns auf aus unserem Schlummer der Unwissenheit. Wenn wir Vergänglichkeit wirklich gründlich kontemplieren und wenn uns plötzlich das wie Schuppen
von den Augen fällt, dann macht diese Einsicht etwas mit uns. Das hat einen Effekt auf unseren Herzgeist. Eine solche Einsicht klärt den Geist, befreit den Herzgeist von Verwirrung und Konfusion. Wir könnten sagen, eine tiefe Einsicht in Vergänglichkeit lässt Weisheit aufsteigen. Eine ganz natürliche Weisheit, die einfach ganz klar sieht, ja, so ist es. Eine Weisheit, die auch deswegen gelassen bleiben kann, inmitten von Veränderung, von Fluss. Eine Weisheit, die den Geist ein bisschen auflockert, die dem Geist erlaubt, loszulassen, nicht mehr ständig so zwanghaft zu greifen, zu klammern oder Dinge wegzustoßen. Vielleicht kennt ihr das Gleichnis von den Sandburgen von Buddha. Das Gleichnis handelt von Kindern, die an einem Sandstrand spielen und die verschiedene Sandburgen bauen. Und die Kinder wetteifern. Wer hat denn die größere und die schönere Sandburg? Großer Wettbewerb, großes Vergleichen. Wer ist besser, wer ist schlechter und so. Und dann rufen die Mütter die Kinder zum Essen oder die Väter rufen die Kinder zum Essen. Und in dem Moment sind plötzlich die Sandburgen nicht mehr so wichtig. Die Kinder gehen nach Hause und das Meer steigt und mit der nächsten Flut werden all die Sandburgen weggespült. Das ist ein bisschen unsere Situation. So oft sind wir besessen von unseren Sandburgen. Ja, wir investieren so viel Zeit, so viel Energie in unsere Sandburgen und vergessen ein bisschen, es ist nur eine Sandburg. Die Flut ist unausweichlich. Der Tod ist unausweichlich. Irgendwann werde ich dieses Projekt gehen lassen müssen. Oder diese Idee oder was auch immer. Also wenn Einsicht wirklich da ist, dann lassen wir uns nicht mehr so reinziehen in die Dinge oder auch nicht mehr so faszinieren von Ereignissen oder von Objekten. Wir nehmen sie einfach nicht mehr so wichtig. Wir nehmen sie auch nicht mehr so persönlich. Und in schwierigen Zeiten wissen wir, wie schon erwähnt, ja, das ist schwierig, aber auch das wird vorbeigehen. Auch das ist nicht für ewig. Wir werden gleichmütiger. Wichtig ist es hier zu sehen, Gleichmut muss aber nicht heißen oder heißt nicht Gleichgültigkeit. Nicht, dass wir das verwechseln. Diese Weisheit, die Vergänglichkeit realisiert, das ist nicht eine kalte, distanzierte Weisheit, die sich dann einfach nichts mehr um nichts mehr kümmert, um andere Menschen oder die Tiere oder die Welt. Nur weil Menschen vergänglich sind, sterblich sind oder Dinge, das heißt doch nicht, dass sie unsere Zuwendung, unsere Fürsorge, unsere Wertschätzung, unsere Energie nicht verdient hätten. Weil manchmal tappt der Geist ein bisschen in diese Falle. Wozu soll ich etwas wertschätzen? Oder wozu soll ich mich um etwas bemühen, wenn ich weiß, dass alles temporär ist im Leben? Ja, wichtige Frage, dass wir uns das fragen. Aber vielleicht kommen wir an den Punkt, wo wir verstehen, dass diese Dinge, diese Wesen, diese Situationen kostbar sind, gerade weil sie vergänglich sind. Dieser Mensch vor mir, der nur eine begrenzte Lebenszeit hat, genauso wie ich selber, diesen Menschen genau jetzt will ich, solange ich die Gelegenheit dazu habe, wertschätzen, mit Freundlichkeit und Mitgefühl behandeln. Ja, es ist schmerzlich, klar zu wissen, dass alles vergänglich ist. Es ist schmerzlich zu wissen, dass wir nicht ewig mit geliebten Menschen sein können. Und gleichzeitig hilft uns dieses Bewusstsein, liebevoller mit ihnen umzugehen.
und auch mit uns selbst. Johannes vom Kreuz hat gesagt: Liebevoll berühre ich jetzt alle Dinge, wissend, dass wir uns eines Tages trennen müssen. Liebevoll berühre ich jetzt alle Dinge, wissend, dass wir uns eines Tages trennen müssen. Das ist die Möglichkeit, das auszuhalten, die Vergänglichkeit und gleichzeitig die Kostbarkeit, die in dieser Vergänglichkeit begründet ist. Weisheit der Vergänglichkeit zeigt sich auch in unseren Entscheidungen, in unseren Wahlen im Leben, in unseren Prioritätensetzungen, in unseren Handlungen. Wenn ich weiß, dass dieser Moment, so wie er jetzt ist, zum Beispiel heute, genau jetzt, dass dieser Moment nie mehr so kommen wird, dass sich nichts wiederholt im Leben, dass die Bedingungen nie mehr so sein werden wie gerade jetzt, dann bemühe ich mich vielleicht, diesen Moment so gut wie möglich zu nutzen. Dann schiebe ich zum Beispiel das Praktizieren nicht auf, weil vielleicht werden die Umstände in meinem Leben nie mehr so gut sein, wie sie jetzt gerade sind. Oder manchmal haben wir so diese Idee, ja, ich werde dann übernächstes Jahr oder in 10 Jahren oder in 15 Jahren intensiv praktizieren. Jetzt habe ich gerade keine Zeit, aber ich mache dann irgendwann ein richtig langes Retreat. Ja, viel Glück dabei. Ich meine, je älter wir werden, desto schwieriger wird das Meditieren. Schon rein physisch. Wir können nicht mehr so gut sitzen. Alles tut uns weh. Der Geist ist auch nicht mehr so stark. Also eigentlich sollte uns die Vergänglichkeit wirklich inspirieren, zu praktizieren, solange wir können, solange die Bedingungen es erlauben. Wenn ich um Vergänglichkeit weiß, dann verschwende ich meine Zeit auch nicht mehr so sehr mit irgendwelchen Trivialitäten, mit irgendwelchen Ablenkungen oder auch mit banalen Streitigkeiten. Dann sehe ich viel mehr, was ist wichtig im Leben. Und wenn ich einen Konflikt habe mit anderen Menschen, dann bemühe ich mich vielleicht, diesen Konflikt möglichst zu lösen, beizulegen. Und zwar jetzt und nicht erst in 10 Jahren, weil vielleicht ist es zu spät in 10 Jahren. Dieser Moment jetzt ist so kostbar, er ist so lebenswert, er ist es wert, so gut wie möglich gelebt zu werden. Das ist ein Zitat von Martha Graham. Wichtig ist nur dieser eine Augenblick in Bewegung. Den Augenblick wichtig machen, sodass er es wert ist, gelebt zu werden. Ihn nicht unbemerkt und ungenutzt entschwinden lassen. So gut formuliert. Den Augenblick wichtig machen. Darum geht es. Und den Augenblick wichtig machen heißt, diesen Moment mit Integrität leben, mit einem wachen, weisen, liebevollen Geist, egal wie die Umstände sind, egal wie die Situation ist, wir haben die Wahl. Wir können achtsam sein, wir können bewusst mit dem sein, was ist. So gut wir es halt können. Ja, manchmal gelingt es besser, manchmal schlechter. Aber wir können uns wirklich immer wieder erinnern, dass wir unglaubliches Glück haben, dass wir hier und jetzt gerade leben, dass wir einen Körper und einen Geist haben, mit denen wir üben können, praktizieren. Also machen wir das Beste daraus. Ja, was können wir vielleicht noch spezifisch tun, um diese Einsicht zu vertiefen? Wie können wir das Verständnis von Vergänglichkeit noch weiter vertiefen? Vergänglichkeit ist etwas, was wir immer und immer wieder kontemplieren können, untersuchen können, immer wieder auch
in der eigenen Erfahrung anschauen können. Und es gibt viele lehrende Meisterinnen und Meister, die sagen, dass Vergänglichkeit oder die Kontemplation von Vergänglichkeit eigentlich die absolut zentralste Praxis ist. Hier ein Zitat von Patrul Rinpoche. Er war ein sehr berühmter, sehr unkonventioneller Lehrer in der tibetischen Tradition, ich glaube im 19. Jahrhundert. Wenn du nur eine Dharma-Praxis wählen kannst, dann wähle die Meditation der Vergänglichkeit. Am Anfang bewirkt die Meditation über Tod und Vergänglichkeit, dass du den Weg des Dharma betrittst. In der Mitte gibt sie dir den Anstoß, Heilsames zu tun. Am Ende verhilft sie dir dazu, die Gleichheit aller Phänomene zu erkennen. Am Anfang bewirkt die Meditation über Vergänglichkeit, dass sich dein Hängen an den Dingen dieses Lebens lockert. In der Mitte führt sie dazu, jede Bindung an Samsara abzustreifen. Am Ende hilft sie, den Weg des Nirvana zu begehen. Am Anfang entwickelst du durch die Meditation über Vergänglichkeit Vertrauen. In der Mitte gibt sie dir die Energie zum Praktizieren. Am Ende hilft sie dir, Weisheit entstehen zu lassen. Vergänglichkeit ist ein ganzer Weg, ein ganzer Pfad der Praxis. Wir können zum Beispiel ganz bewusst unsere Wahrnehmung von Vergänglichkeit schulen. Also der Buddha hat explizit im Pali-Kanon mehrfach darüber gesprochen, wie wichtig es ist, die Wahrnehmung von Vergänglichkeit zu entfalten, zu kultivieren, um dadurch unsere Anhaftung zu verringern und den Geist zu befreien. Und das ist etwas, was wir ganz bewusst tun können. Zum Beispiel in der Meditation können wir ein bisschen so wie die Brille der Vergänglichkeit aufsetzen und uns so wie einstimmen auf den Fluss der Erfahrungen, auf das Entstehen und Vergehen von Erfahrungen. Das Entstehen des Atems, merken, wie er sich verändert, wie er vergeht. Merken, wie Körperempfindungen aufsteigen und vergehen. Also wirklich in der Meditation uns einstimmen auf den Fluss der gespürten, gefühlten Erfahrung. Das erfordert eine gewisse Kontinuität, dieses Dranbleiben können, damit wir die Veränderungen überhaupt bemerken. Und dann natürlich die Kontinuität auch über die Meditation hinaus, auch im Alltag, in Alltagssituationen merken, wie sich unsere Stimmungen ändern, wie sich das Wetter verändert, wie wir von einer Situation in die nächste gehen. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn ich gestresst bin, dann ist so die Versuchung von Multitasking. Und dann rutsche ich manchmal fast ohne es zu merken vom einen ins andere. Und das ist dann ziemlich unbewusst. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. So etwas nicht richtig abschließen und das andere schon so halb anfangen. Und so gleiten wir oder taumeln wir eher unbewusst durch den Tag. Aber wenn wir da achtsamer werden können auf die Anfänge von Tätigkeiten und auf das Ende, dann merken wir immer bewusster, ja, alles beginnt und irgendwann kommt es zu einem Ende. Dass wir das wirklich wahrnehmen. Und wirklich die Enden wahrzunehmen, ist vielleicht etwas, was wir nicht so gerne machen. Der Geist hat lieber den Anfang. Ja, es gibt ja so diese Zeile von Rilke, allem Anfang liegt ein Zauber inne und dem Ende eben leider weniger, oder? Also das hat nicht er gesagt. Wir wollen eigentlich nicht wahrhaben, wie oft die Dinge zu Ende gehen. Aber das wäre gerade wichtig. Das wäre wichtig, dass wir im Alltag bewusst erkennen, jetzt geht etwas zu Ende. Eine Mahlzeit. Eine
alltägliche Tätigkeit. Sehr oft überspringen wir das Ende und gehen lieber schon zum nächsten. Unser Geist springt schon wieder zum nächsten. Und das ist ein Grund, warum ich zum Beispiel nicht so toll finde, wenn die Leute vor dem Ende eines Retreats abreisen, weil es genau diese Tendenz noch verstärkt. Etwas nicht wirklich zum Ende bringen und das nicht wirklich mitkriegen, sondern schon wieder das Nächste in Angriff nehmen. Aber das können wir üben. Wir können wirklich üben, das Ende von Situationen bewusst mitzuerleben. Oder wir können die Vergänglichkeit von Dingen kontemplieren, eine Blume anschauen und kontemplieren. Wie wird die Blume morgen aussehen? In einer Woche, wir können sie vielleicht von Tag zu Tag beobachten, wie sie langsam zerfällt. Und nicht depressiv werden deswegen, sondern einfach sehen, das ist einfach, wie die Dinge sind. Und wenn sie ganz verrottet ist, dann wird sie zu Kompost und aus dem Kompost kann eine neue Blume entstehen. Unser Leben ist voll von Vergänglichkeit. Also wir müssen eigentlich gar nicht weit suchen, es ist da, direkt vor unseren Augen. Aber je mehr wir diese Praxis machen, je mehr wir unsere Einsicht vertiefen, desto weniger sehen wir Vergänglichkeit als einen Fehler, als etwas, was nicht sein sollte, als etwas, was uns einschränkt. Dann kämpfen wir vielleicht nicht mehr so sehr dagegen an. Und dann können wir auch lernen, in dieser Vergänglichkeit zu fließen, mit ihr zu fließen. Wir werden geschmeidiger, wir werden flexibler. Das ist das Potenzial eines Geistes, dass er nicht mehr so rigide ist, so verstockt ist. Ja? Ein freier Geist ist ein flexibler Geist. Der kann durchs Leben gehen, der kann die Erfahrungen, die gerade kommen, willkommen heißen und sie auch wieder gehen lassen, ohne anzuhaften. Der kann sich aber auch einlassen auf Beziehungen, auf Situationen. Der kann sich auch engagieren im Wissen um die Vergänglichkeit. Also dann ermöglicht uns diese Weisheit der Vergänglichkeit, das Leben wirklich zu leben, in seiner Fülle, ohne Angst, ohne uns zurückzuhalten. Und dann merken wir, dass wir inmitten dieses konstanten Wandels auch Freude finden können, Verbundenheit finden können, tiefen Frieden finden können. Ja, ich glaube, ich ende hier an dieser Stelle und ich möchte euch einladen, einen kurzen Moment still zu sitzen, einfach euch wieder ein bisschen zu sammeln, die Worte gehen zu lassen, schauen, was vielleicht noch nachklingt. Thank you.